Lieber Herr Chef, ich werde deine 10 Gebote befolgen, verfolgen, werde es bewundern, werde es weitererzählen. Und ich werde mich für das Kulturevent und vor allem für dich werde ich mich aufopfern. Nein, so depper bin ich nicht. Aber was ich auf alle Fälle mache, ich werde den Rücken freihalten, damit du dich für andere, wichtigere Projekte zuwenden kannst. Ich von 709 Amt für alle Zustände, wir werden das Linz 09 schon schaukeln. Außerdem, 2010 ist der wieder vorbei. Und nur was. Danke für die geile Arbeit. Und jetzt der wichtigste Teil meiner Aufgabe hier. Die 10 Gebote von 09. Du sollst den Namen deines Chefs nie achtlos aussprechen. Ja. Du sollst die internationalen Kulturprojekte besonders bevorzugen, vor allem dann, wenn sie sehr teuer und bis Ende 09 nicht realisierbar sind. Ja. Du sollst heimische Kulturprojekte gar nicht einmal in Betracht ziehen, um dich einer Beurteilung geschickt zu entziehen. Du sollst dich nicht damit beschäftigen, dass Linz 09 in weniger als einem Jahr beginnt. Das würde unnötig für Hektik sorgen. Du sollst den Satz, das ist Teil eines internationalen Kulturprojekts, in deinen Wortschatz aufnehmen und bei jeder erdenklichen Gelegenheit von dir geben. Ja! Du sollst richtig gute und aufregende Ideen, die andere dir zutragen als deine, verkaufen, um dein Honorar zu rechtfertigen. Du sollst mindestens einmal in Linz spazieren gehen, um zumindest die wichtigsten Attraktionen dieser Stadt zu kennen. Du sollst Kritik immer mit Kritik beantworten, denn wer im Glashaus sitzt, sollte auch mit Steinen werfen. Du sollst das Projekt Linz 09 als das Projekt für Linz 09 sehen und verkaufen. Somit bist du aus dem Schneider. Du sollst dein ärztliches Attest und ein psychologisches Gutachten stets parat halten, dass im Falle des Falles... Na, das mache ich nicht. Schauen Sie wirklich ein bisschen ähnlich, gell? Du sollst den Namen deines Chefs nie richtig aussprechen. Und jetzt... Entschuldige, jetzt damit lache ich nicht.